Moin zusammen, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Im letzten Video haben wir ja bezüglich Arbeitsmessern das Mikrobrigantens mal vorgenommen. Heute mal thematisieren wir mal die Firma Ganzo. Dazu hatte ich vor einiger Zeit hier das 806 vorgestellt. Ein schönes Arbeitsmesser der anderen Sorte als ein Mura-Knief. Ich habe beide Messer heute als Vergleichsmittel dazu gepackt. Um 8:06 war es ein relativ kurzes Video, ich meine 6 oder 7 Minuten. Ich fürchte, diesmal wird es ein bisschen länger werden. Ich werde daher diesmal schon um Verständnis, aber es lässt sich nicht anders machen, weil das neue Messerchen hat doch schon einige Unterschiede zum 8:06. So, hier haben wir das gute Stück. Es geht um das kompaktere neue 8:07. Seit ein paar Tagen erst auf dem Markt bei Amazon. Gibt es aktuell nur in zwei Farben, in Grau mit grünen Inlays und das komplett schwarze. Ansonsten gibt es noch da die Farben Schwarz und Blaze Orange und Braun mit Schwarz. Ich wollte nur eigentlich noch Braun mit Schwarz haben, aber dachte darüber Grau mit Grün nochmal nach, aber ich habe mir einen Ruck gegeben, habe gesagt, okay, du bist ja nicht sicher, ob das wirklich so in der Realität so ist, wie es da abgebildet ist. Also gehst du auf Nummer sicher und nimm es einfach Schwarz, genauso wie beim 806 ich das getan habe. Und dachte ich mir, um es etwas allgemein zu halten, weil Schwarz ist ja nun mal eine Farbe, die eigentlich ja immer modern ist. Ist wie bei Autos. Gut. Was hat sich geändert? Erstmal ist die Scheide ähnlicher Aufbau, aber doch wieder ein bisschen anders. Beim alten ist ja auch kein Gewackel und kein Rausfallen da. Bei dem neuen ist es genauso. Kein Wackeln, kein Rausfallen. Sehr stramm drin. Die Oberflächenstruktur war beim 806 noch ähnlich wie bei Mora, hier beim Mobust. Und diesmal hat man definitiv die Struktur noch ein bisschen gröber gemacht. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. So richtig porenartig. Des Weiteren haben wir hier eine Daumenrampe, die war beim 806 gar nicht gegeben. Das hat dann einen Grund, dass das 806 eigentlich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder dienen sollte. Das ist beim 807 nicht mehr der Fall. Wir haben ausschließlich eine hier für Rechtshänder. Hier ist die Daumenrampe. Sie funktioniert auch tadellos. Die ist auch nicht scharfkantig. Die ist richtig gut. Weiter. Die Scheide prinzipiell hat unten das übliche Drainageloch plus zwei seitliche, ja, Ablauffenster, sage ich mal. Könnte auch zur Drainage, also Ablauf von Flüssigkeit dienen. Bin ich mir aber nicht so sicher, halte ich mal für möglich. Ansonsten ist die Scheide ähnlich wie beim alten mit einem Clip versehen, Marke Mora. Am Clip selber, das ist ein ähnliches Prinzip wie beim 806, sieht man ja. Nur hier ist beim neuen ein bisschen schmaler geraten, hier ist ein bisschen breiter, aber das Prinzip ist dasselbe. Die Scheide selber hat hier mehr, untenrum unterhalb der Gürtelhalterung mehr Material als beim 806 und auch mehr als beim Mora. Definitiv. Also in dem Sinne wirkt die Scheide beim 807 etwas robuster. Hier haben wir das Inlay in glänzend, wo der Name ganz so drauf steht. Ja. Insgesamt ist die Scheide auch kompakter als bei den vorigen beiden Kontrahenten, wie man sieht. Auch hier beim 806 sieht man es auch nochmal. Definitiv nochmal schmaler. So, als nächstes werden wir uns mal dem Messer selber widmen. Haben uns ja genug mit der Scheide beschäftigt. Geht auch gut zum Einhasten wieder. Klack. Richtig gut. Wackelt nichts. Fällt nicht raus. Simpel, aber gut. So, hier sehen wir nochmal alle drei nebeneinander. So, Griff- und Klingengeometrie hat sich gegenüber dem Vorgänger um einiges geändert. Von der Größe und Länge her entspricht das 807 wirklich mehr dem Mora Robust als dem 806. Von daher legen wir das Ganze auch mal jetzt ein bisschen beiseite und kümmern uns mehr um das 807. So, hier haben wir das gute Stück. Kommt Kunststoffgriff mit Gummieinlagen. Wirkt auch sehr fest. Das Gummi ist ein
Tacken härter als beim 806, wie ich finde, meine Meinung. Unten haben wir Loch von Lanyard. Ich habe mit Magneten mal nachgefasst. Der Erl ist auch so ein Flacherl, wie beim 806, geht auch ähnlich bis ungefähr hier, laut Magnet. Also ungefähr hier ist Ende. Also gute zwei Drittel, ähnlich wie auch bei Mora-Messern. Mehr braucht es eigentlich auch nicht. Ist ja auch recht gut und stabil. Jo, das Messer fasst sich auf jeden Fall voluminöser an als beim 806. Also wir haben definitiv mehr Griff. Ich habe hier Handschuhgröße L, 9,5. Also da passt auch noch locker noch eine 10 drauf. Ab 11 wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp, aber das ist ja auch ein recht kompaktes Messer. Es soll ja auch ein, vom Grundgedanken her, ein kompaktes Messer für Jagd, Outdoor und als EDC-Messer gelten. Das gilt auch als EDC-Messer im Prinzip, laut Ganzo. Jo, wir machen es fest, natürlich auch in der Klingenlänge. Und dann wollen wir noch mal kurz messen, was daran alles noch dran ist. So, schauen wir mal. So, da haben wir das gute Stück. 20,5 cm Gesamtlänge haben wir. Wir haben hier auf der oberen Seite eine Klingenlänge von 8,8. Unten in der Schleifkerbe sind es 9 cm. Angeschliffen sind knapp 8,5, 8,6. Klingenstärke an der dicksten Decke ist 3,31. Bei mir zumindest. So, Material der Schneidphase machen wir auch noch mal kurz. Mal sehen. So, 0,4 in der Schneidphase haben wir. Also schon ein sehr ordentlicher Wert. Der Stahl ist etwas verbessert worden. Wir hatten noch. Ich hole nochmal das 806 raus. Wie ihr alle wisst, den 80er 14 MV, was ja ungefähr mit ca. 58, nee, ja, zwischen 56 und 58 Rockwell Härtung, was ja dem 440B oder den AOS-8 Stahl ungefähr ähnlich tut. Nun, das hat man jetzt hier nochmal um ein halbes Hausnummerchen verbessert. Wir sind hier beim 19er 14 MV. Mit glatten 59 Rockwell Härtung. Von der Zusammensetzung her war es etwas spannend. Der 90er 14 MUV ist kein regulärer Stahl eigentlich. Wird zwar bei Schrade-Unternahmen verwendet, zumindest aktuell, entspricht aber ungefähr von der Kompensation her ungefähr im 440C, nur mit weitaus weniger Chromanteil. So ungefähr kann man es sich denken. Ja. Der Klingenrücken ist nicht so scharf wie beim 806. Ich bezweifle, dass wir da einen ordentlichen Feuerstahl kriegen. Gegebenenfalls müsste man vielleicht doch ein bisschen nacharbeiten. Das wirkt alles ziemlich abgerundet. Ja, das ist definitiv beim 806 ein Tacken schärfer. Also, wer damit einen Feuerstahl anreißen möchte, der müsste hier hin den Rücken noch ein bisschen, sag mal, nacharbeiten. So, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier einen flach geschliffenen Sabercoin, eine Drawpoint-Spitze komplett mit einer Swatch beidseitig, die aber nicht scharf ist. Ja. Zweite Phase, also im Prinzip ähnlich. Na gut, also es ist ein Flachschliff ähnlich wie beim 806. Nur ist hier vorne noch komplett flach und hier ist komplett. Sabercoin. Aber gut. Soll nicht dran scheitern, seinen Dienst zu verrichten. Ist auf jeden Fall ein schönes, kompaktes Arbeitsmesserchen. Ja, ich würde sagen, lasst uns ein bisschen arbeiten, denn drei Herrschaften hier. Ja, okay. Bis gleich. So, fangen wir mal mit dem All-Star an, dem Robust. Das kennt ja ihr alle. Scandis sind ja mit Holzarbeiten, das ist ja Paradisziplin. Trotz 3,2 mm Klingenstärke ist das hier wirklich ein Zaum, einfach ein Traum. Na?
Da braucht man sich nicht viel Mühe geben bei Holz. Jo, machen wir mal das Ganze 806. Das ist auch wirklich ein Schneidteufel. Muss man aber bedenken, das sind hier nur 2,5 mm Klingenstärke. Die Nachfolge hat fast 1 mm mehr auf der Rippen. So, das ging auch ganz gut beim 806. Das ist fast schon Scandi-Niveau gewesen. Mal sehen, was das 807 kann. Ne? Ja. Das Ding beißt. Verdammt noch eins. Ein schöner Beißer. Ja, was Feines. Tja, ich würde sagen, der macht's. Wahnsinn. Steht den beiden Herrschaften hier, den beiden älteren, Anführungsstrichen, ehrwürdigen, in nichts nach. Genial. Der hat ganz so wirklich ein sehr schneidiges Biest rausgebracht. Steht im 806 in Sachen Schneidperformance in nichts nach. Gut. Hacken und Batonieren. Ja, hacken eher weniger, weil wir sind ohne Scheide sind wir bei knapp 90 Gramm, etwa so bei 90 Gramm Gewicht am Messer. Also das dürfte zum Hacken nichts werden. Batonieren, ja. Vielleicht begrenzt. Aufgrund der kurzen Klinge und der sehr dünnen, ausgeschliffenen Angelegenheit. Begrenzt. Würde ich sehr begrenzt annehmen. Also es ist mehr wirklich ein Schneidmesser. Das ist wirklich mehr ein Schneidmesser. Ähnlich wie sein Vorgänger. Da ist das Robust wesentlich besser geeignet, weil da geht die Breite auch komplett hoch bis zur Spitze. Und der Scandi ist ja auch recht stabil ausgeführt. Aber hier bei dem Dreiviertel hoch angelegten Flachschliff, der sehr dünn ausläuft, ist das so eine Sache, sag ich mal. Jo. Definitiv Kaufempfehlung. Aktuell bei Amazon für 21 Euro noch was, also minimal nur mehr als das 806. Ich würde, wenn ich jetzt mal die Glaskugel hochholen müsste, und müsste ich mal sagen, ist ähnlich wie beim 806. Das war ja ursprünglich mal so bei. Ja, 16, 17 Euro ist auf 20 jetzt hochgegangen, wird sich da wahrscheinlich festsetzen. Und ich fürchte, jetzt wo es rausgekommen ist, dass mit 21 Euro und der Einstiegspreis wird sich so bei circa 25 Euro festsetzen. Meine Vermutung nur, bitte nicht komplett für bare Münze nehmen, ist nur meine Meinung. Ja, so viel zum Ganzo G807. Schönes Teil. Ich habe, was Ganzo betrifft, noch ein paar Gedanken. Die werde ich mal im Dezember, wenn ein anderes Messer kommt, was ich bestellt habe, wenn ich das nochmal voranhole und euch zeige, werde ich meine Gedanken dazu nochmal ein bisschen mit euch teilen. Aktuell werde ich noch ein bisschen drüber sinnieren und mich in Schweigen hüllen. Jo. Schönes, kompaktes Teil. Gut möglich, dass ich mir noch vielleicht das Braun oder das Grau noch organisiere. Mal sehen. So viel zum Ganzo G807. Ich würde sagen, das soll's gewesen sein. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö.